Hallo und herzlich willkommen, ihr Sepplinge, zu einem neuen Projekt. Ihr kennt es schon aus dem Editor, die Riding Out Beta ist da. Offiziell erscheint sie an Heiligabend am 24.12. Ich darf dank des Riding Out Teams schon mal ein bisschen früher für euch reinschauen und schon mal anspielen. Ich bin ultra gespannt, ich bin so neugierig. Wir befinden uns hier schon im Hauptmenü. Bevor wir jetzt aber uns mal noch die Einstellungen anschauen und dann starten, hab ich noch was zu verkünden. Ihr habt ja bestimmt schon das Gewinnspiel auf der Facebook-Seite von Riding Out gesehen, wo ihr einfach den Post liken und teilen müsst, um euch dafür das Gewinnspiel zu registrieren, für das ihr heute Abend bis 23.59 Uhr noch Zeit habt. Aber das ist nicht alles, weil wir verlosen auch noch 5 Keys. Alles, was ihr tun müsst, um an dieser Verlosung teilzunehmen, ist uns in die Kommentare reinzuschreiben, wieso ihr euch besonders auf Riding Out freut. Und unter allen Einsendungen verlosen wir dann diese 5 Keys, aber seid schnell, denn morgen werden dir schon die Gewinner bekannt gegeben. So, ich bin schon gespannt. Ah, sieht schon schön aus. Ja, die Einstellungen sind jetzt dazu gekommen, das kann ich euch mal gerade zeigen. Settings, hier habt ihr momentan die Möglichkeit zwischen den Grafikqualitäten zu wählen. Das hier ist jetzt zum Beispiel gerade low, so sieht das aus und dann klicke ich hier mal durch, beim Medium kommen noch ein paar Schatten dazu. Ihr seht eigentlich an den Grafikeinstellungen, die Details verändern sich ein bisschen. Ich werde es einfach mal auf Ultra versuchen. Oh Gott, ich hoffe es klappt. Und mal schauen, was passiert. Aktuell gibt es nur den Einzelspieler, der Multiplayer kommt noch dazu. Das Team wird sich jetzt die kommende Woche intensiv mit Updates beschäftigen und ich bin gespannt, was wir da bald noch erwarten können. Sollte die Beta noch ein paar Fehler haben, wundert euch nicht, das ist absolut völlig normal für eine Beta, glaubt mir. Ich habe schon viele mitgemacht. Und jetzt bin ich gespannt. Wie möchtest du heißen? Oh je, ich habe mir da noch gar keine Gedanken drum gemacht. Vielleicht einfach nur Cuddy? Oder Cuddy Sepp? Oh je, das ist schwierig. Ich glaube, ich nehme mich einfach nur Cuddy. So, also, Cuddy ist mein Account, kein anderer. So viel schon mal vorweg, bevor es da wieder zu Missverständnissen und Nachahmungen kommt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Es geht los, es geht los, es geht los, los, los. Ah, okay, da sind wir in der Spielwelt. Ah, hier oben haben wir unser Questlog, okay, Alles klar. Willkommen zu Riding Out. Dieses Fenster wird immer wieder auftauchen, um dir zu helfen. Gehen kannst du mit WASD auf deiner Tastatur. Mit C kannst du den Baueditor öffnen. Aha, okay. Also das, was auch im Baueditor ging, dass wir mit C auf unseren Charakter springen, das geht auch hier genau andersrum auf den Baueditor. Um dich umzusehen, halte die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Maus. Halte die Umschalttaste gedrückt, während du gehst, um zu rennen. Das ist das hier. Also es ist die Shift-Taste. Das ist die mit dem Pfeil nach oben über Steuerung links auf eurer Tastatur. Und mit der Leertaste kannst du springen. Bitte beachte, es handelt sich hierbei noch um eine unfertige Beta-Version des Spiels. Viele Funktionen sind noch nicht integriert. Genau. Okay. Oh, ich bin aufgeregt. Es ist spannend. Oh. Die ersten Schritte. Hinten ist ein Hufeisen. Was hat das Hufeisen zu tun? Erreiche den Hof von deinem Onkel. Ist das die Anzeige, wo wir hin müssen? Ah, hier oben haben wir schon die Anzeige, wie viel Gold wir haben. Okay. Oh, das sieht schön aus. Wie so ein Lichtspiel. Ja, das ist toll. Ah, guck mal, die riesen Reithalle. Ja. Okay, das ist hinter dem Berg. Wir laufen weiter. Ach, da oben ist da auch, ist das Wohnhaus oder ist da... Oh, ich bin so... Ich sitze hier gerade so wie so ein kleines Kind. Wie an Weihnachten. Aber haben wir noch nicht mal ganz Weihnachten. Oh, die Reithalle. Oh, Quest aktualisiert. Wir haben den Hof erreicht. Um mit Leuten zu sprechen oder Objekte zu verwenden, bewegst du deinen Mauszeiger über den Charakter, mit dem du sprechen möchtest, oder über das Objekt, das du verwenden willst und klickst mit der linken Maustaste. Beachte, dass du nah genug dran sein musst. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Gerade angekommen ist unsere Quest. Suche deinen Onkel Stefan auf seinem Hof. Okay.
Wo mag der sein? Ist der hier unten? Oh, guck mal hier. Oh. Eine Riesenmöhre. Muss ich doch mal in die Reithalle schauen. Oh, kann man hier auch nach oben? Ach, schau. Da habe ich ja die Idee sogar geklaut mit meiner Galerie in der Reithalle. Ja, sehr cool. Ohoho. Das ist richtig, richtig toll. Okay, aber wir suchen jetzt mal weiter. Wo müssen wir denn hin? Ich denke mal, da oben müssen wir. Ja, da ist auch das Hufeisen. Okay, also habe ich eben richtig geraten. Das Hufeisen ist unsere Questanzeige. Oh, ich bin so gespannt. Und wir haben noch gar keine Pferde gesehen. Und ich bin trotzdem schon gehypt. Und da unten geht es in den Wald. Ah, toll. Okay. Da oben? Wartet er auf uns? Oder müssen wir rein? Okay. Okay, hier sollte er jetzt, glaube ich, stehen. Wie gesagt, das sind so die kleineren Probleme, die auch mal auftauchen können in der Beta. Das ist dann aber gar kein Problem. So, das heißt, ich werde jetzt... Ah, doch, ich kann ihn anklicken. Ah, da bist du ja endlich. Bist du aber groß geworden. Ich habe schon auf dich gewartet. Deine Ferien hier auf dem Hof zu verbringen, ist eine gute Idee. Hallo Onkel, schön dich zu sehen. Okay. Muss ich das jetzt hier, muss ich ihn weiter anklicken? Ach nee, ah, ich muss die Antwort auswählen. Das ist auch cool. Ich freue mich auch wahnsinnig, dich zu sehen, aber ich bin untröstlich. Ich muss leider kurz in die Stadt. Vielleicht kannst du mir kurz helfen, das Heu von der Wiese in die Scheune zu bringen? Es ist aber schade, aber ich helfe dir gerne. Und jetzt läuft er weg. Okay. Oh, das war noch offen. Möchtest du Gegenstände in die Hand nehmen, um sie zu tragen, musst du deinen Mauszeiger über das Objekt bewegen und anschließend entweder E auf deiner Tastatur drücken oder das Mausrad drücken. Objekte können gedreht werden mit den Pfeiltasten deiner Tastatur. Ja, das kennen wir aus dem Editor auch schon. Ablegen kannst du die Gegenstände wieder mit E oder einem Druck auf dein Mausrad. Es können Gegenstände auch auf den Rücken abgelegt werden, um sie an deinem Charakter zu befestigen. Das haben wir auch schon gesehen, falls ihr den Trailer gesehen habt zum... Dingens hier zum Crafting-System, genau, mit dem Meinen, wo wir die Spitzhacke dann auf dem Rücken war. Okay, wie gesagt, das hier ist einer dieser Fehler, die in der Beta auftreten können. Da macht euch mal keinen Kopf drum. Das ist, solche Sachen habe ich auch schon in fertigen Spielen miterlebt, wo man dann die Quest-NPC nicht gesehen hat. Also das ist völlig normal, dass sowas vorkommen kann. Oh, da hinten ist die Weide. Da sind die Pferde. Oh, ist das schön. Ich würde aber jetzt sagen... Ach nee, komm. Wir müssen jetzt erstmal hier das Heu. Oh je, jetzt bin ich gespannt. Also E. Ich tue mich noch etwas schwer damit. Ich überlege aber jetzt, ob ich unten das hier erstmal wegmache. Ich glaube, ich starte ganz kurz nochmal neu, dass wir dieses Dialogfeld nicht mehr haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder zurück. Das hier unten Dialogfeld ist jetzt weg. So, jetzt wollen wir mal gucken. Also, ich sollte den Mauszeiger drüber halten und dann E drücken oder die mittlere Maustaste. Ich mache es mal mit der Maustaste. Wow, wir sind stark und wir knutschen das Heu. Ah, das sieht süß aus. Okay, wir müssen das hier in den Stall reinbringen. Okay, Oh. So, abgelegt. Das war Nummer 1. Oh, ich muss gleich unbedingt zu den Pferden. Nummer 2. Ich finde das cool, dass wir auch rennen können mit dem Heu. Dann sind wir nicht so ultra lahm unterwegs. Okay. Nummer 2. Wir sehen auch hier, aktualisiert alles wunderbar. 2 von 7 Heu eingesammelt. So, zack, auch abgelegt. 3 von 7. Ich finde das auch gut, dass wir das auch frei platzieren können, wie wir es eben auch schon aus dem Baueditor kennen. Dann können wir es ja auch ein bisschen stapeln. So. Nächstes. Noch eine. 4 von 7. Machen wir hier mal eine Pyramide. Hey!
Nein, oh, 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 ja, das war typisch ich. Das ist echt, das ist so ein bisschen wie Fabi mit Just Cause 3, der zerstört auch immer alles. Jetzt habe ich meinen schönen Heuberg zerstört. Oh. Ah, okay. Ich mag aber jetzt meine Pyramide hier noch bauen. So. Und das hier, das. So. Ja, guck mal. Das kriegen wir doch hin. Jetzt fehlt nämlich noch genau einer und den können wir dann oben als Spitze draufpatschen. So. Und der letzte Heuballen. 6 von 7. Und. Zack. Mwahaha. Oh, wir sind die Stapelmaster. Master of Disaster. Dein Onkel ist nun ziemlich lange weg. Vielleicht sollst du nach ihm sehen. Okay. Aber ich möchte erstmal gerne nach den Pferden schauen. Da hinten müssen wir hin. Nee. Ich möchte jetzt aber erstmal noch nach den Pferden schauen. Ah. Oh. So, schön wieder zumachen. Wir haben gelernt, dass die Pferde auch weglaufen können. Oh nein, ich krieg's nicht zu, ich krieg's nicht zu. Warte mal. Von außen? Oh Gott. Ich sehe schon kommen, mir rennen gleich die Pferde weg. hier kann man schon mal so ein paar Farben betrachten. Das hier ist so ein bisschen obala. Ein bisschen cremiger braun. Hübsch sehen die aus. Gefällt mir. Oh, das hier ist schön, das Braune. Oh, das glänzt so schön. Ach, guck mal, hier haben wir sogar schon so die Bedürfnisse. Name, wildes Pferd, Besitzer Stefan. Hunger, Durst, Bindung und Hygiene. Ah, sehr cool. Ja, hier kriegen wir schon mal so einen ersten Eindruck, wie das dann ablaufen wird mit den Pferden. Sehr schön. Oh, guck mal, hier haben wir einen grauen Schimmel. Schön, hübsch, hübsch. Und hier hinten haben wir auch einen Rappen. Sehr schön. Ja, ich habe schon gesehen, mit dem Rappen haben auch schon einige von euch geliebäugelt. Das habe ich schon in den Kommentaren rausgehört. Aber ich krieg das Tor nicht zu. Ich habe Angst, dass wir jetzt die Pferde weglaufen. Ihr lauft schon nicht weg, ne? Nein. Steh. Ich überlege jetzt gerade, machen wir überhaupt schon was weiter? Warte mal, können wir mit denen schon irgendwas machen? Können wir die... Was hat er? Villager, okay, der ist in dem ersten Dorf. Okay, Können wir mit schon irgendwas machen? Können wir die schon irgendwie anklicken? Nee, noch nicht. Da muss ich wahrscheinlich erst noch auf eine Quest warten. Ja, da hat das Team ja auch schon ein bisschen was verlauten lassen, wie man sein erstes Pferd bekommt. Ich würde aber fast sagen, ihr Lieben, an dieser Stelle verabschiede ich mich das erste Mal für heute von euch. Das war schon mal so ein erster kleiner Einblick. Wie gesagt, vergesst nicht... Oh, ich brauche ein schönes Bild für einen Screenshot. Opala. Nur drück mich nicht mit dem Kopf weg. Ah. So, hier, das ist doch... Das ist doch gut. So. Nein. Geh mit dem Kopf weg. Ach, das Pferd mag kein Foto machen. Bist du schüchtern? Oh. Okay, daher, was ich eigentlich sagen wollte. Ich verabschiede mich dann jetzt an dieser Stelle das erste Mal für heute von euch. Morgen geht es dann weiter mit dem nächsten Video. Vergesst nicht die Gewinnspiele. Weder das Gewinnspiel auf der Facebook-Seite von Riding Out, die ihr auch hier unten nochmal verlinkt findet in der Videobeschreibung. Da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Außerdem auch nochmal unser Gewinnspiel mit den 5 Keys. Einfach in die Kommentare schreiben, wieso ihr euch auf Riding Out freut. Gerne auch, worauf ihr euch am meisten freut. Und wir verlosen die Keys und morgen in der Folge werden die 5 Gewinner bekannt gegeben. Also ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch auch mal eure Meinung zum Spiel, wie es bislang hier aussieht, wie es euch gefällt. Mir gefällt diese Animation hier beim Grasen, gefällt mir sehr, sehr gut.
Sieht ein bisschen lustig aus, wie sich hier der Bauch rausdrückt. Okay, also Lieben, ich bin gespannt auf eure Meinung und damit verabschiede ich mich für heute aus der Riding Out Beta und wir sehen uns natürlich morgen wieder und dann wollen wir mal gucken, wo unser Onkel abgeblieben ist. Ne? Stefan ist ganz schön lang weg und das ohne Handy hier, der hat wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken. Das. Immer dieser Onkel. Also, macht's gut und nochmal vielen, vielen lieben Dank an das Riding Out Team, dass ich die Beta schon vorab für euch testen darf. Bis dahin. Tschüss!